eine mache ich jetzt noch, ey. Ich bin echt gerade. Das Game catcht mich echt. Ich habe schon 100 Stunden Playtime oder sowas im Spiel. Aber es ist just eben noch, dass es mich echt casht. Das kriegt mir einfach. Ah, der ist weg. Wen siehst du denn? Jetzt ziehe ich mal andere Seiten auf, ich habe keinen Bock mehr, ey, auf die Scheiße hier. So. Hier kommt der Schmerz! Here comes the pain! So, jetzt sehe ich dann nämlich schon gefragt, die Schweine. Du ja, rettest jetzt die hier. Filet, ne restez pas là. Dobra, ciśniemy. Hier auf dem Scheiß siehst du aus dem Windschatten und Gebäude rauslegen können. So. Alle Missionsziele erreicht. Ah, krass. So, fressen wir einfach mal schnell einen Haufen Zivilisten. Okay, ich könnte Multi-Orgien, Stern wahrscheinlich, das ist nicht geil. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Plus 1 in der Willenkraft, 4 Missionen ohne eigene Verluste, was plus 1? Aha, was? Eine Chance auf kritische Treffer, solange keine verbündeten Einheiten 7 finden. Scheiße. Nee, hier war anders. Hier war das Ort. Das ist, hier in Dalia. Nee, Steven Last Man Standing Trophy. Die kriegt, die wird dafür verliehen, wenn man halt wirklich hier zusammenhält. Ich
Upsi ist einfach das Allergeilste überhaupt. Dann lass ich mir nichts erzählen. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Mal gucken, wo du gerade. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Okay, okay, ich muss nach Nordamerika. Nordamerika gibt's gerade gar nicht. Dann gehe ich nach Indien. Auf geht's, 3 Tage. Wir haben Sichtkontakt mit dem... Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen da runter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. So. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Das Setting kenn ich doch. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Ah, das ist kein Leichter mehr. C'est parti. Ich beziehe jetzt mal direkt Offensivstellung. Genau das haben wir gesucht. Gibt es noch keine Sniper? Ah! Sehr fein. Gehe ich mal ganz opportunistisch hinten rum. Kann ich nämlich vielleicht mal zwischendrin, wenn es sich ergibt, melden. So, einmal durchs Fenster. Aha, was ist da los? Ja, und jetzt wird hier mal losgepratzt. Da geht auf jeden Fall jetzt ordentlich ein Gehfeuer. Ziel steht noch. Siva. So. Erster weg. Da gibt's hier wohl jetzt einen anderen Reflexschuss. Da ist die ganze Bande aufgescheucht. Der freut wohl. Daneben. Schuss hat dich gesessen! Bisher macht nicht so das beste Bild. Wie bist du hier? So, das war schon mal gut.
Position confirmée. Ah. Przechodzę na pozycję. Fuck, nicht mehr von Deckung. Klar, häufen, probieren kann man's mal. Ah, fuck! Okay, kann ich noch reanimieren. Wünschenswert halten, diese Behälter zu bergen, anstatt sie zu zerstören. So, Hals. Einfach mal die Gosche. So, erstmal reanimiert. So. Gerne weg. Ils veulent nous prendre de flanc. Geh in Position. So. Bin bereit. Und ja. Wie aus dem Lehrbuch. Zack, geil. Geht aber echt fix und ich kann den Typ noch, noch retten. So, wenn man jetzt Holo-Ziel. Ich werde auf jeden Fall schon Deckungsfeuer aller Raketen. Hm. Holoziel ist schon geil. Oh, Captain, das heißt, ich kann jetzt gleich den Decks und Crewman freischalten. Wiederbelebung, Matrix können kritisch. Mhm. Nein. Ja, dann muss ich wohl das hier nehmen. Das andere macht gar keinen Sinn. Tiefe Taschen, alle Gegner mit begrenzter Einsatzhäufigkeit erhalten einen zusätzlichen Einsatz. Aha! Na und persönlich die ersten. Die erste Handschuss mit dem Preis von 4 Feldern und das hier kostet keinen Zug. Tja, geil! Der Typ wieder übelste Brazzor. A-Board-Medaille. Die verteile ich aber gerne. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, ich muss jetzt echt mal langsam was tun. Ach, ich hab noch ein No-Schick. Ja, den nehme ich aber auf jeden Fall. Ja, Einsatz starten. Ja, geil. Ja, ja, wenn ich kann. Wir landen. Das ist ja geil. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren.
Das ist ja cool. Dann speichere ich nämlich jetzt mal HQ, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute, bitte lasst Feedback da, teilen, sharen, liken, was dazugehört. Bis bald, tschüss.